Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Kulturzeit. Und heute klären wir, was es eigentlich mit der Prostitution im Mittelalter auf sich hatte. Das älteste Gewerbe der Welt, wie ihr wisst, gibt es schon, ja, sehr, sehr lange und auch im Mittelalter. Hier seht ihr zum Beispiel ein sogenanntes Freudenhaus direkt vor euch, was im Mittelalter aber auch als Hurenhaus oder Schamhütte bezeichnet wurde, jedoch nicht so oft als Bordell, da der Begriff Bordell eher ein modernes Verständnis des Berufes der Prostitution voraussetzt und das war damals noch nicht so der Fall gewesen. Die meisten Prostituierten waren unterprivilegierte Leute, so wie es damals bezeichnet wurde. Es waren Leute, die auf der Straße lebten, die sich einfach für ein paar Groschen den Männern hingaben und ihren Körper verkauften. Das Klientel war damals sehr unterschiedlich. Also es gehörte wirklich von Spelunkenbesuchern, also sogenannte Kneipenbesucher, vom verlebtesten Menschen bis hin zum adligen, reichen und auch katholisch-kirchlichen Oberhaupt. Das setzte natürlich voraus, dass die Damen ihren Mund halten mussten, weil sie natürlich auch viel, viel erfahren haben, was sich so geschichtlich und religiös in der Gegend abspielt, auch im politischen Sinne. Und da war es schon so, dass die Prostituierten eine Art Vertrauensposition darstellten und natürlich auch durch sogenannten Insiderhandel viel, viel Geld dazu verdienen konnten und das auch nicht selten der Fall war. Dazu kam, dass sich die Frau oft nicht den Mann aussuchen durfte, mit dem sie dort geschlafen hat. Es war einfach so, dass sie ja machen musste, was er von ihr verlangte. Und daher gab es viele Krankheiten, die übertragen wurden und sozusagen jeder ist damals ins Bordell gegangen. Da wurde nicht viel drum rumgefackelt. Es war auch nicht so verpönt oder verboten oder wie auch immer wie heutzutage. Es war einfach normal im Mittelalter, das zu machen. Es gab sogar eine Zeit, da hat die römisch-katholische Kirche die Legalisierung der Bordelle unterstützt, um sozusagen jedem die Möglichkeit zu geben, dort hinzugehen und seinen Spaß zu haben, da die Kirche das Bordell als nicht so schlimm erachtete. Sie erachtete eher den Ehebruch als schlimm an. Hier seht ihr auch, wo ich gerade drin bin, das sogenannte Freudenhaus von innen. Damals war es so, dass diese Häuser an einen sogenannten Frauenwirt verpachtet wurden, der die Damen halt wie Vieh gehandelt hat und auch mit ihren Körpern gehandelt hat. Oft war es sogar so, dass die Adligen dieses Gewerbe gefördert haben, weil es eins der häufigsten und gut verdienendsten Gewerbe damals wie heute immer noch gewesen ist. Und da müsst ihr euch vorstellen, dass selbst die reichesten Leute ihre eigenen Hausbordelle hatten, ja, ihre eigenen Leute, die das für sie gemacht hatten und teilweise ihre privat, ja, bediensteten Huren für sich zu Hause hatten. Diese Damen hatten natürlich auch Rechte und Pflichten und die wurden einfach in einer Hausordnung geregelt. Diese Hausordnung sah zum Beispiel vor, dass eine Prostituierte frei, also das heißt allgemein zugänglich sein musste und eine gewisse Menge von Kunden pro Tag zu bedienen hatte. Ja, aber auch Regelungen für den Krankheitsfall und die Ernährung der Prostituierten wurden in der Frauenhausordnung festgelegt. Und da hat man schon echt darauf geachtet, dass sie relativ gesund blieben, in Anführungsstrichen gesund, weil ja, im Mittelalter war die Gesundheit natürlich nicht so gut gewesen wie bei uns heutzutage und die Hygiene bei weitem schlechter. Damals im Mittelalter war es auch nicht so hoch angesehen, wenn Männer außerehelichen Geschlechtsverkehr hatten. Oft kam es zu Vergewaltigungen und Missbrauch von, ja, jungen Damen und auch zu Hobbyprostitution dieser. Und daher hat man dann angefangen, auch die Frauenhäuser zu bauen, um einfach das ein bisschen einzugrenzen und zu kontrollieren. Man muss sagen, es gibt Aufzeichnungen, die bis ins 12. Jahrhundert zurückgehen, dass es dort schon Bordelle gegeben hat, wie Paris, Florenz, Avignon, einige Freudenhäuser, auch in Deutschland und England. Also es gibt eigentlich kein Land oder Stadt, die du da ausnehmen kannst, die das nicht gehabt hatte. Auch in Venedig, ja. Du hattest ca. 300.000 Einwohner zu der Zeit in Venedig, wovon 12.000 Prostituierte waren. Also das waren schon eine ganze, ganze Menge. Daran kann man mal sehen, wie das Gewerbe weiter gewachsen ist und einfach floriert hat in Florenz. Ja, und die Dirnen zu dieser Zeit waren halt gesellschaftlich akzeptiert, in einer gewissen Hinsicht schon gut angesehen, weil sie waren ja häufig besucht worden, aber halt von der
strukturierten Gesellschaft, so nennen wir es mal, ja, also den normalen Bürgertum, dass man einem Beruf nachgeht, einen ehrenwerten Beruf, dass man ein gläubiger, frommer Mensch ist, dem kamen sie nicht zugleich und von daher war es schon ein, naja, Kampf zwischen den Welten. Ja, soweit erstmal dazu zu diesem kleinen Aufklärungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und wenn ihr mehr wissen wollt über dieses Thema oder über andere Themen im Mittelalter, dann schaltet in die anderen Kulturzeiten rein. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis bald.